Mist, sorry. Ich muss gerade noch ein bisschen Heu ernten und schauen, dass ich genug Karotten habe. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich das Video aufnehmen muss. Und tatsächlich habe ich damit schon zwei Kriterien erfüllt für die Diagnose Gaming Disorder. Nämlich zum einen, dass ich keine Kontrolle über das Spielen habe und es nicht rechtzeitig beenden kann. Und zum anderen, dass ich andere Dinge, die wichtig sind, also für mich zum Beispiel jede Woche ein Video zu machen, vernachlässige, weil ich eben Heyday spielen muss. Das dritte Kriterium wäre dann, dass ich die negative Konsequenzen meines Spielens erlebe, indem zum Beispiel die Leute sagen, also pff, diesen Kanal vom Prügel schauen wir nicht mehr an, der macht gar keine gescheiten Videos, der zockt nur Heyday. Und ich es dann trotzdem auch nicht einstellen würde. Also diese drei Kriterien sind extrem wichtig, weil es damit wirklich die Diagnose Gaming Disorder bei Jugendlichen gibt. Im Moment gehen wir davon aus, dass das ungefähr 2% der Jugendlichen sind. Gefährdet schätzt man, dass es bis zu 10% sind. Das Ganze ist sehr jungslastig. Und für Sie als Eltern ist es deswegen extrem wichtig, genau auf diese Punkte zu achten. Also die Nutzungszeit von einer halben Stunde mehr oder weniger ist gar nicht so das Allerentscheidendste, sondern auf diese drei Kriterien kommt es an. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die nachfolgenden Generationen von klein auf versuchen, zu einer, man sagt, Medienmündigkeit zu erziehen, dass sie eine gewisse Medienkompetenz von klein auf erlangen. Und dazu gehört natürlich, dass wir Eltern auch als Vorbild agieren, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns mit dem Kind beschäftigen, das Handy möglichst gar nicht da haben oder sehr weit abseits liegen haben, dass wir nicht neben dem Stillen her uns mit YouTube-Filmen ablenken, sondern dass die volle Aufmerksamkeit beim Kind und nicht beim Medium ist. Für die heranwachsenden Kinder selber gilt mindestens 18 Monate keine Medien. Manche sagen auch 3 Jahre keine Medien. Und wenn, dann ein langsamer Einstieg, immer in Begleitung mit Erwachsenen, dass die Kinder Gelegenheit haben, Dinge nachzufragen. Und ganz wichtig, Handy, Tablet, Medien nicht dazu einsetzen, dass die Kinder irgendwas machen, besser essen, sich schneller anziehen oder zur Ruhe kommen. Denn gerade das ist die große Gefahr, dass Kinder nicht lernen, sich selber zu regulieren, gewisse Spannungen selber auszuhalten, sondern dass es dazu immer Medien braucht, die uns Eltern in Anführungszeichen helfen, dies zu tun. Soweit ein kurzer Abriss zu diesem Thema, das sicherlich viel diskutiert werden kann und wo es bestimmt die nächsten Jahre noch das eine oder andere Video dazu gibt. Bis nächste Woche.